Hallo und herzlich willkommen hier auf Luelda.de. Ich möchte euch heute zeigen, wie eine schriftliche Polynomdivision funktioniert. Und deswegen zeige ich euch zuerst nochmal in Anlehnung an Grundschulmathematik die schriftliche Division. Wir haben hier eine Zahl 1584 und möchten das mal durch 12 teilen. Man hat sich früher gesagt, naja, man überlegt sich, wie oft passt die 12 in die 15 rein. Die 12 passt einmal in die 15 rein, also schreibe ich eine 1. Dann rechne ich 1 mal 12, gibt 12 und schreibe es hier hin. Minus 12. 15 minus 12 gibt 3. Jetzt nehme ich die 8 runter. Dann steht hier 38. Ich überlege wieder gleichermaßen, wie oft passt die 12 in die 38 rein? 3 mal. 3 mal 12 gibt 36, also ziehe ich die 36 von der 38 ab, erhalte 2, übernehme die 4, überlege mir, wie oft passt die 12 in die 24 rein, also exakt 2, also 2, 2 mal 12 gibt wieder 24 und wir kommen auf 0. Das heißt, 1584 geteilt durch 12 ist 132. Nun, wie sieht es aus, wenn ich ein Polynom habe und durch ein anderes Polynom teilen möchte? Ich muss zuerst mal überlegen, genauso wie hier drüben es schief gehen könnte und eine Dezimalzahl rauskommen könnte, muss ich auch hier drauf achten, dass nichts schief geht. Das heißt, in dem Fall muss ich gucken, dass das, was ich teile, eine Nullstelle des Polynoms ist. Ich suche mir also hier eine Nullstelle des Polynoms. Ich setze mal die 1 ein. 1 plus 2 minus 1 minus 2 gibt 0. Das heißt, die 1 ist eine Nullstelle. Das heißt, ich kann durch minus x minus 1 teilen. Das heißt, hier erste Nullstelle x1 gleich 1. Nun, ich teile also das Polynom x hoch 3 plus 2x hoch 2 minus x minus 2 durch x minus 1. Ich überlege mir, wie vorhin, wie oft passt x minus 1 in x hoch 3 rein. Nun, x mal x Quadrat gibt x hoch 3. X mal x Quadrat gibt x hoch 3. Nun muss ich das hier wieder mit x Quadrat multiplizieren. Genau wie da drüben. Einmal die 12, in dem Fall x Quadrat mal x minus 1. Dann komme ich auf x hoch 3 minus x Quadrat. Das Ganze ziehe ich wie drüben komplett ab. Minus, minus gibt plus, das heißt 2x plus x Quadrat gibt 3x Quadrat. Ich hole mir hier das x. Überlege wiederum, wie oft passt x minus 1 in das 3x Quadrat rein. Nun, ich muss x mit 3x multiplizieren, damit ich auf 3x Quadrat komme. Das heißt plus 3x. Das heißt hier wieder minus 3x² minus 3x. Also 3x mal diese Klammer ergibt diesen Term. Wieder mit minus abziehen. Und wir sehen, minus mal minus gibt in dem Fall plus. Das heißt minus x plus 3x gibt 2x. Ich übernehme von oben die minus 2. Es steht jetzt 2x minus 2. Wir sehen sofort, dass das war genau das Zweifache von dieser Klammer. Also plus 2 und wir kommen auf eine 0. Das heißt, die Polynomdivision ging auf. Wir haben also zuerst überprüft, eine Nullstelle geraten. Wir müssen bei einem Polynom dritten Grades immer eine Nullstelle raten. Dann teilen wir durch x minus die Nullstelle und kommen dann auf ein kleineres Polynom. Der Grad dieses Polynoms ist nur noch 2, also genau 1 niedriger. So, jetzt müssen wir hier noch die Nullstellen bestimmen. Das kennen wir aber, das ist durch die PQ-Formel. Also, PQ-Formel ansetzen. Nun, P ist 3, Q ist 2, das heißt in dem Fall x2, 3, weil die erste Nullstelle haben wir ja schon, ist gleich minus 3 halbe plus minus, ja 3 halbe ins Quadrat, also 9 Viertel minus
2. 9 Viertel minus 2, ich muss die 2 erweitern, auch auf Viertel, dann habe ich 8 Viertel. 9 minus 8 gibt 1 Viertel, das heißt, wir haben hier 3 halbe plus minus Wurzel von 1 Viertel, also minus 3 halbe plus minus 1 halb, das heißt, unsere 2 in 0 Stelle, minus 3 halbe plus 1 halb, minus 1, und minus 3 halbe, minus 1 halb, minus 2. Das heißt, dieses Polynom hat die drei Nullstellen, minus 1, minus 2 und 1 vom Anfang.